weshalb Arbeiten in Thailand für viele zu einem Albtraum werden kann. Hallo Leute, da ist wieder Mario aus Thailand und in diesem Video schauen wir uns mal die Erfahrungen an, die ich und aber auch einige von euch gemacht haben, die in Thailand gearbeitet haben. Es gibt auch heute noch viele, die mich fragen, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, als Ausländer in Thailand zu arbeiten? Und wenn man hier arbeitet, was muss man beachten, beziehungsweise wie sind überhaupt die Gehälter? Lohnt es sich überhaupt hier zu arbeiten? Und wie einfach findet man hier einen Job? All die Fragen werde ich heute mal in diesem Video eine nach der anderen anschauen. Ja, beginnen wir zuerst mit der Frage, kann man in Thailand überhaupt arbeiten als Ausländer? Ja, man kann hier arbeiten, aber ganz wichtig ist auch, dass nicht alle Berufe für Ausländer freigegeben sind. Es gibt da eine Liste, wo genau beschrieben ist, welcher Beruf das für den Ausländer möglich ist. Und vor allem im Bereich Handwerk und aber auch Landwirtschaft hat sich da in den letzten Jahren auch viel getan. Landwirtschaftliche Berufe können von Ausländern auch mittlerweile ausgeführt werden. Handwerkliche Berufe da leider noch nicht allzu viel. Und ansonsten ist eigentlich einer der beliebtesten Berufe hier Managing Director oder eben auch Marketing Manager. Koch ebenfalls oder Lehrer. Das sind so die, ich schätze mal, Work Permits, die am meisten rausgehen an Ausländer. Nicht zu vergessen auch hochqualifizierte Arbeitskräfte wie Ärzte, Ingenieure etc. Da gibt es ein sogenanntes Smart Visa seit einigen Jahren, wo eben auch die hochqualifizierten Arbeitskräfte schneller und einfacher Zugang haben zum thailändischen Arbeitsmarkt. Ja, aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist der thailändische Arbeitsmarkt für einen Ausländer überhaupt interessant? Und da gibt es leider sehr viele Punkte, die aus meiner Sicht dagegen sprechen und das war auch bei mir dazu mal ein Riesenproblem. Erstens, Vertragssicherheit. Wenn du, und wir sprechen jetzt nicht von einer internationalen Firma, die zum Beispiel aus Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz kommt und hier eine Niederlassung hat. Nein, wir sprechen von einer thailändischen Firma. Eine Firma, die einen Ausländer einstellt. Und da leider sehr oft Arbeitsverträge, die nichts aussagen, die jederzeit gekündigt oder aufgelöst werden können. Oftmals sind auch Lohnzahlungen nicht pünktlich da. Teilweise weiß man auch gar nicht, ob man das Gehalt überhaupt bekommt. Und in diesem Bereich, so Arbeitsrecht etc., kann man das Ganze in Thailand überhaupt nicht mit Europa vergleichen. Es gibt zwar Gesetze, die gelten auch auf dem Arbeitsmarkt, es gibt sogar Mindestgehälter, auch für Ausländer. Bei einem Ausländer beträgt das Mindestgehalt 50.000 Baht, das war auch bei mir damals so. In meinem Arbeitsvertrag stand auch ein Mindestgehalt von 50.000 Baht, als ich in Thailand für eine Firma gearbeitet habe, aber die habe ich nie erhalten. Also die Realität war, ich habe gerade mal die Hälfte von diesen 50.000 Baht erhalten. Ja, ich will hier nicht allzu tief in die Details gehen. Es gibt hier sehr, sehr viele negative Punkte, die man aufzählen könnte, auch wenn man zum Beispiel krank ist. Bei den meisten Firmen ist es so, wenn man krank ist und nicht arbeitet, bekommt man auch kein Gehalt. Das ist in Thailand leider sehr oft üblich so und für mich ist Thailand oder das System hier, was das Arbeiten angeht, jetzt kommt noch so eine nervige Fliege, ist leider so, dass die meisten Leute mehr oder weniger wie so in einem Freelance-System arbeiten oder temporär. Wenn du kommst, dann gibt es Geld. Also wenn du arbeitest, gibt es Geld, wenn du nicht arbeitest, gibt es kein Geld. Ja, es ist aber nicht nur kompliziert, wenn man angestellt ist. Da werde ich gleich noch mehr dazu sagen, was man da auch noch beachten muss. Es ist auch kompliziert, wenn man selber Leute beschäftigt. Und zwar, ich habe ja vorher gesagt, dass es auch eine Arbeitsgenehmigung gibt als Managing Director und als Marketing Manager. Und das sind auch so Arbeitsgenehmigungen, die werden sehr oft rausgegeben für Leute, die eine Firma gründen. Und sehr viele Ausländer in Thailand gründen ja eine Firma. Und wer eine Firma gründet und nicht verheiratet ist mit einem thailändischen Staatsbürger, was ja die meisten nicht sind, dann müssen sie 4 Angestellte haben. Also alle, die eine Firma gründen, müssen mindestens 4 thailändische Angestellte haben.
damit sie überhaupt loslegen können oder eine Work Permit bekommen für einen Ausländer. Und wenn du mit einem thailändischen Staatsbürger verheiratet bist, dann brauchst du nur noch 2 Angestellte. Und jetzt ist natürlich auch da so, Angestellte in Thailand, die kommen oder die findet man relativ schnell. Und viele haben natürlich auch keine Berufsausbildung, weil es das hier in Thailand kaum gibt, eine richtige Berufsausbildung, wie wir die in Europa kennen. Und ich würde mal behaupten, das ist jetzt aber wirklich eine Behauptung, dass ein Großteil, also die absolute Mehrheit der Menschen, die hier arbeiten, keinen richtigen Arbeitsvertrag haben, sondern es ist einfach eine mündliche Vereinbarung, komm arbeiten, ich gebe dir pro Tag 300-500 Baht, wie auch immer, und kriegst noch was zu essen und was zu trinken. That's it. Wenn der Arbeiter am nächsten Tag nicht erscheint, meistens, ich kenn's, kommt die Begründung krank. Ich war in einem Jahr hier nie krank. Also seit ich in Thailand bin, bei diesem Klima, ich bin kaum krank. Aber man hört trotzdem sehr viel, das habe ich auch bei meinen Angestellten damals erlebt, dass die immer mal wieder krank sind. Krank heißt hier nicht gleich krank, sondern krank heißt einfach, dass er vielleicht was anderes hat, was er dringend erledigen muss, der Angestellte. Vielleicht ist ein Familienmitglied krank. Das Leben hier ist sehr kompliziert, vor allem auch auf dem Land. Man hilft sich gegenseitig. Und hier in Thailand arbeitet man in der Regel 6 Tage die Woche. Und deshalb schauen halt oftmals die Leute auch, wenn sie irgendwie jemandem helfen müssen oder irgendwo ein Problem entsteht, dass sie halt dann beim Arbeitgeber sagen können, sie sind krank. Und das bedeutet ja dann indirekt eben auch, dass er für diesen Tag, wo er nicht arbeitet, auch kein Gehalt bekommt. Und deshalb funktionieren hier auch die Arbeitsverträge aus meiner Sicht nicht wirklich. Also das ist zumindest das, was ich hier sehe, dass eben viele keine Arbeitsverträge haben. Und wenn man mal einen Arbeitsvertrag bekommt, dann wird auch von Seiten des Arbeitgebers der Vertrag nicht eingehalten. Und das ist halt ein Problem hier für Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer, weil die Arbeitgeber sich ja häufig beschweren, sie finden keine zuverlässigen Mitarbeiter. Weil klar, wenn du jemanden brauchst, der 6 Tage die Woche anwesend ist und irgendwie alle 3-4 Wochen ist er 1-2 Tage krank, dann wirst du früher oder später wahrscheinlich auch ein Problem haben. Und umgekehrt ist es genau dasselbe, wenn du ein Arbeitnehmer bist und du arbeitest hier und du arbeitest zuerst mal einen Monat und kriegst dann nicht mal ein Gehalt oder nicht mal das abgemachte Gehalt oder das versprochene Gehalt, dann hast du einen Monat für nichts gearbeitet und meistens brauchen die Leute ja hier dringend das Geld. Und das ist dann halt auch für den Arbeitnehmer eine sehr unzufriedene oder nicht zufriedenstellende Situation. Ja, kommen wir aber nochmals zurück zum Punkt Arbeitsgenehmigung, Arbeiten und vor allem auch Gehalt. Ein Problem, das ich hatte, und ich habe das ja vorher schon gesagt, im Vertrag hatte ich 50.000 Baht Gehalt, bekommen habe ich 25.000, die Hälfte. Ich musste mich aber auch um die Arbeitsgenehmigung kümmern. Klar, die Dokumente etc. werden vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Aber du musst dann trotzdem zur Immigration persönlich dort sein. Wenn du auf einer Insel, und damals habe ich auf einer Insel gearbeitet, musst du von der Insel aufs Festland fahren zur Immigration. Die wollen dann zusätzlich noch Dokumente, wenn es nicht gut läuft. Und meistens läuft es nicht gut. Und dann musst du wieder zurück auf die Insel, Dokumente beschaffen, eine Woche später wieder zur Immigration. Du hast Ausgaben, Ausgaben, Ausgaben und ein Riesenaufwand teilweise für ein sehr, sehr geringes Gehalt. Dem ist natürlich nicht so, wenn du für eine internationale Firma arbeiten kannst, mit die europäische Standards haben, wo europäische Arbeitsverträge gelten etc. Das ist natürlich die Luxusvariante, aber leider hier in Thailand bei Ausländern auch sehr, sehr selten. Also wer hier auf dem thailändischen Arbeitsmarkt das Glück hat, überhaupt eine Arbeit zu finden, was ja schon extrem schwierig ist, weil die meisten Arbeitgeber hier, die wollen thailändische Staatsbürger. Ist natürlich wesentlich günstiger und einfacher, die zu beschäftigen, als das komplizierte Verfahren, einen Ausländer zu beschäftigen. Ja, das sind so ein paar Punkte,
die ich eben halt sehr, sehr schwierig finde, wenn man hier arbeiten möchte. Nichtsdestotrotz will ja Thailand schon seit langem ausländische Fachkräfte nach Thailand holen und es gibt auch sehr viele Ausländer, die hier leben und arbeiten möchten. Sofern aber, und da kommen wir ein bisschen zu den Aussichten noch, sofern aber nicht zwei Dinge hier ändern, denke ich, wird das Ganze nicht funktionieren. Und das eine ist, die Leute brauchen saubere Arbeitsverträge, die man auch durchsetzen kann vor Gericht, wenn sich eine Partei nicht daran halten wird. Das ist das eine. Und das zweite sind anständige Gehälter. Weil es wird kaum ein Ausländer hier, vor allem nicht im Bereich Smart Visa, also hochqualifizierte Fachkräfte, irgendwo in einem Krankenhaus oder sonst als Ingenieur arbeiten für ein thailändisches Gehalt. Weil das ist auch das, was man am meisten hier sieht, dass natürlich jemand, der in Europa studiert hat und dort, nehmen wir jetzt mal an, ein Gehalt hatte von 4.000, 5.000 Euro im Monat oder mehr, das ist, nehmen wir jetzt eher mal ein etwas tieferes Gehalt für hochqualifizierte Fachkräfte, die gehen natürlich dann in ein anderes Land, weil Dubai, USA, Kanada, Australien, aber auch die europäischen Länder, die bezahlen natürlich viel, viel mehr für hochqualifizierte Fachkräfte. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass das Konzept mit diesen Smart Visa und hochqualifizierte Fachkräfte nach Thailand holen wirklich erfolgreich sein wird, zumindest nicht in den kommenden Jahren. Was dann später sein wird, who knows, werden wir dann sehen. Ja, das waren so ein paar Punkte zum Thema Arbeiten in Thailand und meine Erfahrungen. Schreibt deine Erfahrungen oder auch Fragen unten in die Kommentare. Ich werde sie dann in einem weiteren Video beantworten. Vor allem auch, wenn es noch interessante Feststellungen hat von Leuten, die selber hier gearbeitet haben, dann werde ich auf die auch noch eingehen. Das war's von heute. Bleibt gesund. Grüße aus Thailand.